Sehr geehrte Frau Illien, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Horst Seehofer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Namen der Landeshauptstadt München begrüße ich Sie sehr herzlich zum 32. Filmfest München. Ich freue mich auch deshalb, außerordentlich dieses Grußwort hier und heute halten zu dürfen, weil das Filmfest München Eigenschaften hat, die mir extrem sympathisch sind. Es ist ein Publikumsfestival par excellence, dem trotz eines stets mit großer Kennerschaft zusammengestellten Programms Elitäres oder gar Abgehobenes wirklich fremd sind. Irgendwo habe ich den Satz gelesen, jeder, der das Kino liebt, ist auf diesem Festival ein VIP. Ein, wie ich finde, sehr treffender Satz. Es ist ein wunderbarer Ort der Begegnung und des Austauschs. Es ist ein Festival, das in München verwurzelt ist und der Münchner Filmkultur verpflichtet ist. Und gleichzeitig, wir haben es ja heute schon gehört, auch an der englischen Sprache, international geprägt und vernetzt ist. Es ist ein Festival, das nicht nur arrivierten, sondern ausdrücklich auch jungen, noch unbekannten Regisseuren eine Plattform bietet. Und nicht zuletzt, es hat ein Herz auch für den Kinder- und Jugendfilm. Meine Damen und Herren, München kann wahnsinnig stolz auf dieses Filmfest sein. Als gebürtiger Münchner und jemand, der diese Stadt liebt, da gefallen mir natürlich besonders die Münchenbezüge, die auch das diesjährige Programm wieder zahlreich bietet. Etwa bei der Werkschau des Münchner Filmemachers Willy Bogner, der seit den 60er Jahren als Kameramann, Regisseur, Produzent für atemberaubende Bilder gesorgt hat, die nicht selten auch neue Maßstäbe gesetzt haben. Und er ist ein Chronist Münchens. Wer etwa wissen will, wie sich München so in den 70er Jahren angefühlt hat, der soll sich doch einfach am Montag oder am Mittwoch hier auf dem Filmfest Bogners Stehaufmädchen anschauen. Das Highlight, eine Liebesszene auf dem Siegestor in 24 Meter Höhe. Die Schauspieler Iris Berben und Jochen Richter wurden damals extra mit einem Kran hochgehievt. Ich finde, in jeder Hinsicht ein Höhepunkt der Filmgeschichte. Ja, und während der Liebesszene, das muss man auch noch erwähnen, zoomte dann Bogner auf die berühmte Inschrift »Dem bayerischen Heere zum Ruhm«. So erfrischend respektlos war das damals. Ja, sehr viel mit München zu tun hat auch die Retrospektive des dienstältesten Independent-Filmemachers Klaus Lemke. In dieser Reihe werden zwar die sogenannten Hamburg-Filme von ihm gezeigt, ausgerechnet Hamburg, aber Lemke hat seit der Zeit, ja, als er im Umfeld des einstigen Café Capri in der Leopoldstraße die Laiendarsteller Cleo Kretschmer, Wolfgang Fierig, auch wieder Iris Berben entdeckte, ja, der Münchner Filmszene seine Stempel aufgedrückt. Auf eine unangepasste und, wie ich finde, in dieser Unangepasstheit auch sehr münchnerische Art und Weise. Und wie hat Klaus Lemke im Münchner Feuilleton erst kürzlich so schön ambivalent gesagt, München ist eine Ganztagslüge, aber eine, die sich lohnt. Ja, ein Satz, über den man noch stundenlang sinnieren könnte. Und Sie werden auch in den nächsten Tagen und Stunden noch unzählige andere Filme sehen von wunderbaren Münchner Regisseuren mit wunderbaren Münchner Schauspielern oder München als Schauplatz. Und sie alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Aber lassen Sie mich einen Film noch erwähnen. Das ist der biografische Film Landauer des Regisseurs und Absolventen der Hochschule für Film und Fernsehen Hans Steinbichler. In diesem Film wird die Lebensgeschichte Kurt Landauers erzählt, dem einstigen Präsidenten des FC Bayern, von den Nazis verfolgt, im KZ Dachau eingesessen, dann in die Schweiz geflohen und nach dem Krieg wieder nach München zurückgekehrt und wieder Präsident des FC Bayern. Und das ist auch eine Geschichte Münchens mit ihren dunklen und hellen Kapiteln. Ich bin sehr froh, dass dieser wichtige Film hier auf dem Filmfest München seine Weltpremiere hat.
Und Frau Illien, ich bin auch außerordentlich froh darüber, dass wir als Landeshauptstadt München den Zuschuss zum Filmfest zu Jahresbeginn signifikant erhöht haben. Das ist doch einfach das deutlichste Zeichen dafür, wie die Stadt München hinter diesem Filmfest steht. Und ich kann Ihnen dies heute auch hier versprechen, das wird auch in den nächsten 6 Jahren so sein. Jetzt bleibt mir nur noch, Sie alle hier herzlich willkommen zu heißen. Und nachdem wir eben diese vielen internationalen Gäste haben, wir haben es ja schon gehört, will ich das gerne in den wenigen Sprachen auch nochmal wiederholen, die mir zur Verfügung stehen. Welcome to the München Filmfest, welcome to Munich, enjoy the city, enjoy the festival. Bienvenue au Filmfest München, bienvenue à Munich, bon divertissement. Benvenuti a München Filmfest. Benvenuti a Monaco di Baviera, buon divertimento. Grüß euch miteinander, viel Spaß.